Servus Leute und willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Cribby Games. Ja, es ist ja schon ein Weilchen her, wo zuletzt eine Musikbox bei mir erschienen ist. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Und ja, ich freue mich riesig drauf, wieder mit euch zusammen was Schönes auszupacken. Aber bevor wir zum eigentlichen Inhalt kommen, präsentiere ich euch nochmal eine Box, wo schon ein paar Wochen draußen ist und ich einfach keine Zeit hatte, bis jetzt sie auszupacken. Also werden die Leute wahrscheinlich schon die Box kennen, also die meisten von euch. Und zwar, es handelt sich um das neue Album von Fahrt, Narcissi, in der Fanbox Edition. So eine Art Schatzkiste ist es, oder Schatztruhe kann man sagen. Und ja, die habe ich jetzt ungefähr, ja, gut zwei Wochen kann man sagen. Hab das Album schon rauf und runter gehört im Auto. Wirklich hammergeile Tracks drauf. Das Album Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe ist ja ebenfalls enthalten. Das habe ich jetzt persönlich noch gar nicht angehört. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ist noch eingeschweißt, also ich habe die CDs noch gar nicht ausgepackt. Das werde ich euch jetzt auch alles jetzt im Einzelnen nicht zeigen. Ich wollte euch einfach nochmal die Box nochmal präsentieren. Album-CD mit insgesamt 21 Tracks. Feature-Gäste ist unter anderem PA Sports und Kollega und Asche. So sieht das Ganze auch von hinten aus. Ich denke mal, zur Fahrt braucht man nicht viel sagen. Ist ein richtig, richtig geiler Rapper. Ruhrpott-Elite. Und ja, es war noch so eine Brusttasche drin. Ich gucke jetzt mal kurz, ob ich die hier irgendwo habe. Die müsste eigentlich sogar hier noch sein, genau. Das ist zum einen diese Brusttasche, die war noch drin. Und dann war noch ein T-Shirt drin. Das habe ich jetzt allerdings nicht zur Hand gerade, aber ihr wisst ja, denke ich mal, wie dieses T-Shirt aussieht, falls ihr so ein Format verfolgt. Und dann sind noch diverse Fanposter drin. Zum einen das hier. Hatte ich bis jetzt auch in noch keiner Box so extrem viele Fanposter. Ist auf jeden Fall mal eine coole Sache. Dann das. Ich glaube, 5 Stück waren es insgesamt. Dann hier nochmal. Dann hier einmal. Sieht auch richtig cool aus, wie ich finde. Und zu guter Letzt haben wir noch einmal dieses Poster. Ja, ihr könnt ja dann gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch diese Fanbox vorbestellt habt, beziehungsweise auch gegönnt habt. Narcissi in der wunderschönen Schatzkistenoptik. Gefällt mir sehr gut. So sieht die Box übrigens aus. Und ja, das wollte ich euch noch mal kurz präsentieren, bevor ich das ganz einfach ganz auslass, ist auch ein bisschen blöd. Deswegen habe ich das euch kurz gezeigt. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Unboxing, und zwar der Fanbox Edition von CB7. Capital Bra hat ein neues Album rausgebracht und ich bin ja auch riesengroßer Capital-Fan. Deswegen habe ich mir die Box gleich vorbestellt, wie ich es mit den meisten Boxen mache. Und heute am Release-Tag ist sie bei mir daheim erschienen. Und die packe ich natürlich auch wieder mit euch aus. Aber als allererstes kommt mal das Intro. So, packen wir die Box mal zusammen aus. Optik gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. In Weiß mit so ein bisschen, ja, Blutflecken kann man sagen. Das CB7. Also so ein bisschen Blutoptik, das finde ich richtig cool. Und da machen wir mal die Folie weg.
Wir wollen ja schließlich auch den Inhalt sehen und uns nicht nur die Box von außen angucken. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Feature-Gäste drauf sind. Er hat auf jeden Fall im Vorfeld schon ein paar Tracks veröffentlicht. Und ja, wer Capital kennt, der weiß, dass die Tracks eigentlich zu 90% hammer, hammer geil sind. Also ich bin, wie gesagt, ein riesen Capital-Fan. Und deswegen zur Musik braucht man da sich gar nicht zu viel äußern. Schauen wir uns lieber mal den Inhalt an. So, als allererstes kommt mir gleich mal eine Cappy entgegen. Sieht auf jeden Fall richtig edel aus. Hier vorne das CB-Logo. So ein bisschen Gucci-Style, finde ich. Ja, Capital Bra, Bra, Music. Und ja, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich hoffe, er stellt scharf. Ja, bisschen CB-Optik. Also sieht auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen. Ich bin zwar jetzt kein Cappy-Träger, also ich trage im Privatleben keine Mützen oder irgendwas. Also keine Basecaps oder sowas. Aber es sieht auf jeden Fall nice aus. Ist eine gute Qualität. Übrigens, Box kostet circa 50 Euro. Ja, ungefähr 50 Euro habe ich gezahlt. Ist, denke ich mal, ganz angemessen und ist soweit auch Standard für die meisten Musikboxen. So, die anderen zwei Textilprodukte, die zeige ich euch später mal. Kommen wir, oho, ja, wer hätte das gedacht? Capital Bra hat ja auch seine eigene Pizza rausgebracht. Ich glaube, einmal vegetarisch und einmal mit Salami. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die euch schon gegönnt habt. Ich habe es noch nicht probiert, habe es aber letztens im Rewe gesehen. Sieht cool aus, muss ich auf jeden Fall mal kaufen und mal testen, wie sie so schmeckt. Hier haben wir nämlich auch gleich mal die Sticker dazu. Ich hoffe, er stellt mal scharf. Genau, Sticker 1. Und hier haben wir die wunderschöne vegetarische Pizza mit Sticker 2. So, hier haben wir nochmal Team Capi Pizza oder Hashtag Team Capi Pizza. Und ich bin echt mal gespannt, wie die schmeckt. Die muss ich mir echt mal gönnen. Ja, was man als Rapper nicht alles so macht, wird man natürlich auch zum Pizzabäcker. Kann man ja auch gut Money verdienen. Und Capital Bra featuring Samra Tour 2021. Haben wir hier nochmal die Tourdaten, in welchen Städten sie überall zu sehen sind. Meine Stadt ist natürlich wieder mal nicht dabei, wie es meistens so ist. Hier sieht man auch nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Darf natürlich in der Fanbox auch nicht fehlen. So, was auf jeden Fall schon mal positiv hervorzuheben ist, dass es mal wieder super Jewel Case ist. Also das CD-Case ist ein bisschen Premium geworden. Nicht das Standard Zeug, was man in den letzten Boxen immer so hatte, sondern Capital Bra hat sich gedacht, ja, mache ich doch einen super Jewel Case rein. Ist ein bisschen teurer, sieht aber auch cooler aus. Und Daumen hoch dafür, das finde ich ziemlich geil. Wie gesagt, das haben ja die letzten Rapper leider nicht so gemacht mit ihren Deluxe-Boxen. Ich finde aber, das sollte man in jeder Deluxe-Box drinne haben. So sieht die CD übrigens aus. Und hier sieht man nochmal diese Blutoptik, also schon richtig killer. Hat er sich auf jeden Fall schon was dabei gedacht bei der Box. Nicht einfach so 0815 einfach so irgendwas reingeklatscht, sondern sieht schon nice aus. Auch das Booklet sieht ziemlich cool aus. Ist auf jeden Fall schon cool geworden vom Design her. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hinten nochmal CB7 Logo. Und ja, wenn wir die CD schon in der Hand haben, können wir auch gleich mal die Tracks angucken. Insgesamt 21 Stück mit einer Menge Feature-Gästen. Sido ist dabei, Loredana, Santos, Bossa,
Nemo and Summer Jam, Samra darf natürlich nicht fehlen, Clouseau, Casey Rebel, Crow ist mit dabei, Gestört aber geil, Kalash 44 und STP ist sogar nochmal dabei, cool. Und Loredana ebenfalls nochmal, also zweimal Loredana. Wie gesagt, insgesamt 21 Tracks, eine ganze Menge zum Anhören. Und ich bin mal sehr gespannt auf die geile Mucke. Ja, werde ich mir auf jeden Fall gönnen im Auto. Das ist sicher. So, kommen wir zu den letzten zwei Textilprodukten. Okay, was ist das? Auf jeden Fall schon mal kein T-Shirt. Ich glaube, ein T-Shirt gab es in dieser Box nicht. Oh, es sieht wie ein Turnbeutel aus. Cool. Auch wieder so ein bisschen Gucci-Style. Ja, Turnbeutel. Ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber kann man auf jeden Fall gebrauchen. Die Leute, wo ins Fitness gehen, können sich das Teil auf jeden Fall mitnehmen. Es ist auch groß. Da passt eine Menge rein. Und ja, riecht auf jeden Fall ein bisschen komisch. Guck mal ganz kurz, Made in China, 100% Polyester. Okay, ja, ein Turnbeutel. Wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes, aber hatte ich bis jetzt auch noch nicht in so vielen Boxen. Deswegen wie dieser Inhalt auf jeden Fall klar. Ist schon eine coole Sache. So, Cappy haben wir bis jetzt. Das Sportsbag oder die Sporttasche haben wir bis jetzt. Kommen wir zum letzten Textilprodukt und das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Passt natürlich auch zur aktuellen Situation. Ihr wisst ja, Corona und das ganze Scheißdreck, ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich kann den Mist auch nicht mehr hören. Ich hoffe, dass das irgendwann mal ein Ende hat. Und zwar, natürlich werde es gedacht, ein Mund- und Nasenschutz. Wie ich aber finde, richtig geil. Ohne Scheiß, der sieht richtig geil aus. Würde ich doch sagen, leg man auch gleich mal an. Mal gucken. Sitzt auf jeden Fall sehr gut. Man kann es hinten auch noch verstellen. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Sieht auf jeden Fall edel aus. Innen drinne gibt es auch noch diese, so eine zweite Tasche, wo man so Art Filter reinmachen kann. Finde ich auch sehr wichtig. Und da ich ja sowieso nicht so sehr viel im Mund-Nasenschutz habe, kommt der eigentlich schon mal ganz gelegen, wie ich finde. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Hat, glaube ich, auch Dardan in seiner Box drinne gehabt. Und ansonsten fällt mir jetzt gar kein Rapper großartig ein, wo das hatte. Deswegen ist es eine coole Idee. Wie gesagt, es passt zur aktuellen Situation. Hier sieht man nochmal das CB-Logo. Und ja, deswegen bietet sich das auf jeden Fall an und ist ein cooles Feature oder ein cooles Fan-Accessoire, kann man sagen. Wo natürlich auch zu den anderen Sachen hervorragend passt. Mit der Cappy passt sehr gut, mit dem Sportsbag oder der Sporttasche, wie man es auch nennen mag. Passt alles sehr gut, sieht alles sehr, sehr cool aus. Qualität ist für 50 Euro, ja, finde ich okay. Kann man auf jeden Fall machen. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Das war es eigentlich schon mit dem Unboxing. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da, ob ihr euch die Box gekauft habt, ob ihr euch die Pizza von Capital schon gegönnt habt. Wenn ja, wie sie geschmeckt hat, bevorzugt ihr lieber die vegetarische, lieber die mit Fleisch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Unboxing.